Hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. In der letzten Folge ist Nuria umgekommen, sie hat sich in den Tod gestürzt. Was bedeutet es danach zu leben, nachdem ihre Familie weg war und sie so viele Leute umgebracht hat? Ja, ich würde sagen, etwas schade darum. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um ihre Festung kümmern. Sie wieder befreien, wir sind schon angekommen, nachdem wir in der letzten Folge da eigentlich hinkommen wollten, aber dann kam uns Nashörner dazwischen. Eine Autopanne, ein Autodiebstahl und sowas eben. Das hat das Ganze wieder gestreckt und wir sind in Bagadur. Nicht Banapur, sondern Bagadur. Ort entdeckt und hier durch das Haupttor können wir bestimmt nicht rein. Deswegen schaue ich mal, dass ich hier irgendwie an der Seite hochklettern kann. Ist natürlich ungünstig, dass wir jetzt die Vögel hier aufgescheucht haben. Ich glaube, hier kommen wir bloß wieder an den Rand der Festung. Das wird uns jetzt noch nicht viel bringen, oder? Ja, aber wir sind immerhin an dem Sniper da vorbeigekommen. Und hier kann man bestimmt hochklettern, um dann irgendwie da hochzukommen. Und die Festung einfach mal von oben zu sehen. Ich bin ja auch bei der Festung von Darpan über diesen einen Fels gegangen, einfach weil ich da die bessere Übersicht habe. Und das hat das Spiel, oder eher die Entwickler, haben das mit berücksichtigt. Ja, 61 Meter, die Zielmarkierung wird uns, glaube ich, nicht mehr so viel weiterbringen, denn wir sollten den Weg jetzt schon zur Festung finden, oder? Ja, tot von oben, aber ich glaube, die richtige, richtige Festung ist im Felsen drin. Das ist bloß die Mauer hier zum Hallo sagen. Oh, da sind schon zwei umgekommen. Ja, wie das denn? Nein, nicht ganz runter. Huh. Steht da oben noch jemand? Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Zwei Laternen sogar. Da ist nichts und niemand. Etwas rauszoomen wieder. Der eben. Den könnte man mit Tod von oben erwischen, aber ob ich den dann treffe? Huh, schwierig. Das ist mir auch zu hoch hier, um hier runter zu springen. Ist eigentlich ziemlich blöd, wo ich gerade stehe. Wir könnten ja dann später da hoch und dann darüber, aber da war gerade noch ein Laser, oder war das bloß seiner? Da könnten wir auch hoch, da könnten wir sogar hochklettern. Da haben die einen Kletterhaken an der Festungsmauer, ist ja auch ein bisschen blöd. Aber jetzt ist der gerade rumgekommen, jetzt könnte ich den mit Pfeil und Bogen erwischen. Ich glaube, sein Freund würde das auch gar nicht mitbekommen. Der ist weg. Und der auch. Und kommt da jetzt welche raus, die das sehen könnten? Tja, das ist die Frage. Ich werde mal zusehen, dass ich hier irgendwie runterrutschen kann. Aber am Ende bleibe ich hier stecken und das Spiel ist vorbei. Ja, so könnte ein Let's Play auch enden. In der Felswand feststeckend. Tja. Es gibt ja schon, wenn man die Außenposten ohne Alarm und unbemerkt einnimmt, besonders viele Erfahrungspunkte. Bei einer Festung kann ich mir das bestimmt nochmal deutlich, ja, eine deutlich größere Ausbeute vorstellen. Und gibt es hier eigentlich, ich wollte gerade mal schauen, ob es hier irgendwie eine Schwierigkeit gibt. Okay, du hast die Festung geschwächt, weil nur nicht mehr am Leben ist. Hätten wir die Festung vorher eingenommen, wäre die auf jeden Fall deutlich schwieriger gewesen. Deswegen glaube ich auch die Leichen hier, weil nur nicht mehr lebt. So, wenn jetzt nur noch am Leben wäre, dann würde die deutlich schwieriger sein. Wenn wir sie am Leben gelassen hätten, dann wäre die Festung eigentlich ein leichtes gewesen, oder? Also wir haben sie ja nicht umgebracht, sie hat sich ja selbst in den Tod gestürzt. Aber mit nur... Die Festung hier untersteht ja noch der Macht der Royal Army. Und von daher wird das eigentlich nicht so viel ausgemacht haben. Oder hätte nicht so viel ausgemacht, wenn nur noch am Leben wäre. So mein Gedankengang. Alles blöd, die schauen alle hier runter. Ich werfe mal einen Stein. Ja, die haben das beide mitbekommen. Dann werde ich jetzt mal ein Stück höher gehen. In der Hoffnung, dass der das da nicht sieht. Ja, den Heavy müssten wir auch messern können. Noch ein Stein. Hoffentlich sind das bloß die zwei hier. Ah, hier kommt man gerade ziemlich blöd ran.
Der Alarm ist auf jeden Fall da oben. Mal schauen, ob das jetzt gut geht. Schade. Ich hab's mitbekommen. Okay, die Festung werden wir auch nicht lautlos einnehmen. Da ist wieder ein Heavy, die rufen schon Verstärkung. Schade, schade. Hätte ich dann doch eher mal schauen sollen, dass ich die Leute hier noch erwische, die hier so rumstehen. Hä? Ist hier einer auch über mir? Warum klettern wir jetzt eigentlich hier hoch? Das ist ein Nahkämpfer. Sie kommen also zu Fuß. Kopfschuss. Bei ihm wird es schwieriger mit dem Kopfschuss. Er hat immerhin einen Helm auf. Oh, der Helm ist weg. Na dann, Kopfschuss. Immer schön auf den Helm zielen. Über uns ist noch einer. Sehe ich auf der Karte. Jetzt kommen erstmal die hier an. Da klettert der da hoch. Überraschung. Takedown. So. Sind die jetzt hochgeklettert? Wo rennt denn der hin? Wo rennt denn der hin? Wo rennst du denn hin? Ich bin hinter dir, Junge. Bleib doch hier. Mann. Dann ebenso. Auf die ganz brutale Art und Weise. Rennt der vor uns weg. So ein Spinner. Da ist wieder ein Heavy. Oh, zwei sogar. Na, dann kriegt ihr auch zwei Granaten von mir. So, beide erwischt. Multikill. Oh, ein Heli kommt an. Das ist doch mal eine Einladung für einen Raketenwerfer. Etwas vorhalten und dann geht das auch klar. Haben die noch ein paar Leute abgelassen? Ja. Scheiße, wieso ging der nicht kaputt? Der hat eine Rakete abbekommen, der Heli. Ist doch Quatsch. Warum? Warum? Gut, in Battlefield 4 braucht man mit bestimmten Raketen auch zwei Treffer, um das Ding einfach niederzubekommen. Oh, wow, wow, wow. Der Heli schießt noch, oder? Entschuldigung, das muss jetzt sein. Der Heli nervt da oben noch. Den sehe ich aber von hier gerade nicht. Hat er uns jetzt gepiekt? Oh, oh, Mörser! An die Wand! Puh. Durch einen Mörser sind wir ja schon mal gestorben. So, weg! Aua! Ja, super, der Mörser hat uns direkt erwischt. Aber wir können die Festung hoffentlich nochmal angehen, oder hat er hier irgendwo zwischengespeichert? Weil dann werde ich nochmal zusehen, dass ich die hier wirklich lautlos einnehme. Wenn ich das unbedingt will, mich hier durchballern, dann schaffe ich das auch, aber der Mörser hat mir gerade zu schaffen gemacht. Und es lädt wieder. Ein Grund mehr, nicht zu sterben. Ja, Überlebensspritzen, zwecks... Ach so, weniger Schaden durch Sprengstoff, aber haben wir sowieso schon eine Fähigkeit dafür, dass wir weniger Schaden durch Feuerexplosion und so erleiden. Ja, wir dürfen es nochmal machen. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, denn da haben wir nochmal die Chance, das hier lautlos anzugehen. Zwei Alarme sind es. Ich werde jetzt wirklich mal darauf achten, dass ich hier wirklich alles ruhig erwische. Aber eine Garantie dafür gibt es nun natürlich auch nicht. Da gibt es auch einen Gyrokopter. Mit ordentlich Schwung und Schmackes hier hoch. Was ist weg? Deine... irgendeine Tasche? Deine Hosentasche ist weg? Hm. Naja, nochmal hier hoch, denn das schien mir eine ganz gute Option zu sein. Wir haben da beide erwischen können. Noch ein Stück höher, dazu brauchen wir hier... begrasten Fels. Ansonsten rutschen wir hier einfach runter. Achso, ich bin schon viel zu weit oben. Okay. Hä? Da wollte ich wieder mal verdammt hoch hinaus, aber wir haben ja vorhin gesehen, die Festung hat ja eine Öffnung oben, deswegen werde ich jetzt einfach nochmal höher gehen. Oh, was? Nein! Nein, ich möchte nochmal runter. Ich möchte ganz oben zur Festung. Zum Felsen und Festung. Ich glaube, oben können wir reinschauen und dann vielleicht noch einen besseren Überblick bekommen. Deswegen schnurstracks einfach mal hier hoch. Ja, der Mittelpunkt der Festung liegt noch vor uns.
Da ist auch wieder der Mörser, wahrscheinlich der, der auf uns geschossen hat. Den habe ich auch vorhin schon gesehen. Tja, hier ist, glaube ich, Schluss mit Hochrennen, oder? Wir müssen auch schon viel, viel zu hoch sein. Obwohl, hier ist eine Öffnung. Entschuldigt bitte, wenn das jetzt zu laut gewesen sein sollte. Ja, hier können wir uns auch abseilen. Dann können wir hier schon was markieren. Da ist auf jeden Fall ein Feuerchen. Da ist auch wieder ein besonders kaputter Typ. Mit Messer oder Molotows. Na, ganz runter möchte ich mich eigentlich auch nicht lassen. Na, anders geht's wohl gerade nicht. Die Kamera können wir so hängend hier nicht auspacken. Ich möchte gerne hinter die Statue. Ah, komm. Ach so, weiter geht das halt nicht. Ach, zu hoch war das auch noch. Der Monsieur verträgt also nicht solch eine Höhe. Mann, wieder von vor der Festung. Aber das Seil ging nicht weiter runter. Das scheint bloß Haken lösen. Und soweit wollte ich ja auch auf der Statue landen. Aber irgendwie meinte das Spiel, nö, du stirbst jetzt einfach. Aber nun gut. Das Spiel meint es einfach nicht gut mit uns. Jetzt ist die Folge schon wieder gut zur Hälfte um und wir haben die Festung immer noch nicht eingenommen. Wir stehen eigentlich wieder am Anfang der Folge. Warum lädt er denn hier so lange? Sonst ist ja auch kein Problem. Erstmal den Sniper markieren. So. Ich werde jetzt nochmal da hochgehen und hoffe, der stirbt dann einfach nicht, wenn ich mich dann von meinem Kletterhaken lösen sollte. Denn der Haken ist ja da nicht ohne Grund und da sollte man schon irgendwie damit zurechtkommen. Hallo Wildschwein, es will uns angreifen. Aber wir hauen ab nach oben. Gut, also nochmal und jetzt weiß ich ja zumindest, was mich so in etwa da oben erwartet. Zwar immer noch nicht so ganz, was in der Festung wirklich drin ist, aber immerhin schon etwas. Gut, gut, gut. Nochmal hier hoch. Wir mussten sogar ganz bis nach oben. So, immer schön dem Gras nach. Da ist wieder der Lautsprecher, die zwei Lautsprecher für die Alarme. Kann man hier schon rein? Ja, hier waren wir auch gerade. Ja, die gleiche Stelle. Ging irgendwie gefühlt schneller. So, Kletterhaken benutzen, runterspringen war allerdings auch blöd, weil die haben uns dann gesehen. Na, komisch, wir gehen durch die Stoffbahn. Na, ich habe hier keine andere Option. Ich könnte da noch drauf landen. Na, komisch, diesmal hat er überlebt. Warum denn nicht vorhin? Da sind wir ja hier gelandet, oder? Oder wollten da zumindest landen? Sehr, sehr seltsam. Aber immerhin sind wir jetzt hier drin und können uns erstmal umschauen. Da ist wieder ein Heavy. Da ist dieser kaputte. Das sind zwei kaputte. Na, blöd, der Alarm wäre da unten. Da müssten wir erst sowieso alle ausschalten, weil da sind wir ziemlich im Blickpunkt. Wir sind auch gleich beide. Wäre bloß blöd, wenn hier oben noch einer stünde. Ist da hinten noch wer? Nee, da ist eine Munitionskiste. Da könnten wir uns auffüllen. Na, die beiden da, aber der Heavy. Wo ist der jetzt eigentlich hin? Hä? Ah, hier unten ist er. Ach, das ist bloß der eine. Es sind bloß... Eins, da war noch ein zweiter, drei, vier, fünf Leute, weil die Festung so geschwächt ist und wir sind an der Verstärkung gestorben. Also das hätte ja nun wirklich nicht sein müssen. Da ist noch einer. Na, wirst du wohl sterben? Jawohl. Ich hoffe, da stand jetzt nicht noch einer. Hier ist auch der Mörser. Können wir den irgendwie deaktivieren? Wahrscheinlich nicht. Aber hier oben sind wir immerhin am Balkon und hier kann man, glaube ich, auch nicht hoch. Außer die würden hier hochklettern, oder? Na, hier könnten sie hochspringen. Ich hoffe, von hinten kommt jetzt nicht irgendwie der schwere Trooper hoch. So, dein Freund ist da unten. Der hat ihn schon da oben gesehen, wie er da rumliegt. Oh oh. Die wissen schon, dass hier jemand ist. Jetzt schwärmen die natürlich aus. Das ist ja ziemlich ungünstig.
Wir haben eben auch noch nicht alle markiert, das ist auch das Problem. Haltet die Augen offen. Aber ich glaube, die werden jetzt nicht wild hier umherrennen. Wie viele sind das wohl? Was denkt ihr, Murkchen? 500. Okay. Nee, um genau zu sein, sind es bloß 96 Leute, die hier unterwegs sind. Ihr müsst alle die Augen offen halten. Ich werde die jetzt mal beide umbringen. Du bist so armselig. Da ist er. Ist da jemand? Da an der Ecke. Zeig dich. Da an der Ecke ist er doch. Er schmeißt doch Steine. Da hinten ist er. Könnte mehr als ein Einzelner sein. Naja, aber könntest du jetzt bitte mal davor gehen? Wie viele sind das wohl? Was einer oder 96, suchst dir aus. Meine ganze Community ist auch noch hinter mir. Die wollen aber auch nicht vorgehen. Ich wette, das sind die Rebellen. Die verarschen uns. Geh doch mal. Oh, jetzt geht er. Wie die wieder beide abgelenkt sind. Das Blöde ist, der hat einen Helm auf. Mit einem Pfeil kann ich den nicht so wirklich ärgern. Hm, was mache ich jetzt? Da draußen? Waren da unten noch welche, abgesehen von den beiden hier? Zur Not kann ich die auch eigentlich sprengen. Ich habe ja nicht umsonst Sprengpfeile dabei. Oder ich werfe mal C4 auf ihn. Moment. Das war 4. Die 4. Oh. Oh. Das war die Kamera. Ah ne, die 9. Das sind ja bloß 4, die wir haben. Ach, ich Depp. Mann. Ich schaff das. Okay, dann werfen wir das mal runter und zünden das. Fähigkeitenpunkt bekommen. 2 sind da noch markiert. Kommt hier gerade einer hoch? Da hinten ist einer. Na, gibt's ja eigentlich eine Treppe hier, bloß die hier zur Seite, ne? Haltet die Augen offen. Ja, du hältst die jetzt nicht mehr offen. Du schließt die jetzt einfach mal. Jetzt müsste ja nur noch der eine da vorne sein und dann war's das hier. Dann hätten wir ja doch die Festung in einer Folge erledigt. Ja, hätten. Es ist noch nicht geschafft, der Alarm ist schon kaputt, aber das waren wir nicht. Ich war das nicht, Leute. Da unten. Ist das der letzte? Nein. Oder müssen wir noch die Alarme deaktivieren? Aber ich glaube, hier ist noch irgendwo einer. Ich werde mal einen Stein werfen, vielleicht gibt der sich ja zu erkennen. Ah, habe ich es doch richtig gehört. Da ist er. Ah, so noch ein Heavy. Dann das und die 9. Alles Gute kommt von oben. Geh mal dahin. Geh doch mal dahin. Ach du Depp. Nein. Tschüss. Jawohl. Aber unentdeckt glaube ich nicht. Doch unentdeckt, das hat noch geklappt. Ja, wunderbar, das gibt glaube ich maximale Erfahrungspunkte. Toll. Aber ich hätte es beinahe am letzten wieder scheitern lassen. Wie viele gibt es jetzt genau? 850, 450, das war bloß der schwere Trooper. Okay, die befreiten Außenposten hier in der Nähe werden also nicht mehr von der Royal Army angegriffen. Du hast eine Festung erobert und nur erledigt? Ich gebe zu, ich bin sehr beeindruckt. Die Hälfte der Festungen gehört jetzt uns. Das schränkt Pagans Möglichkeiten für Gegenangriffe drastisch ein. Na, hoffen wir das doch mal. Und wir haben Amita beeindruckt. Ja, schaden kann es bestimmt nicht. Wenn man bei den Frauen irgendwie Eindruck schinden kann. Zum Glück ist sie ja eher auf Krawall gebürstet, die gute Amita. Und da kommt das eben ziemlich gut bei ihr an. Gut, das hätten wir auch. Hier hätten wir noch einen Gyrokopter und noch ein paar Wachen zum Plündern. Aber wir schauen mal, was wir als nächstes machen könnten. Das Gebiet gehört jetzt uns. Der Flughafen und die Festung sind jetzt alle nicht mehr so rot markiert. Hier hätten wir noch 3 Außenposten, keine Festung mehr im Norden. Dann heißt es, sich weiter um die Kampagne zu kümmern. Vielleicht auch mal Willis, Yogi und Reggie zu besuchen. Aber ich glaube, das sind so die Anhaltspunkte, also die Buchstaben oder eben die Goldenen Pfad-Mission, die wir als nächstes angehen werden. So ein Außenposten vielleicht eher später. Ich habe es ja schon gesagt, ich will ja eigentlich mal eher in der Kampagne vorankommen und am Ende, wenn wir das Finale geschafft oder den finalen Kampf gehabt haben, dann werden wir uns nochmal, hier wäre noch einer, oh, den habe ich ja übersehen,
Dann werden wir uns einfach noch um den restlichen Kram hier in der Spielwelt kümmern. Soweit auf jeden Fall meine Aussicht. Was wir als nächstes genau machen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.